Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Projekt Schönbau Minden. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es ausschließlich darum, wieder ein paar Linien zu erstellen. Ich weiß, wir hatten es erst vor 2 Wochen, aber heute gibt es nicht so ein Chaos wie letztes Mal. Heute sind wir auf freien Flächen, auf fast freien Flächen. Als allererstes möchte ich gerne mit euch den ICE-1 endlich hinzufügen, den ich mich schon lange, lange freue. Und ja, den packen wir jetzt erst einmal hier irgendwo rein. Mal gucken, wo wir jetzt auch ein langes Gleis haben, wo wir den abstellen können. Weil der ist natürlich 331 Meter lang. Wir haben ja hier die Abstellgleise. Da passt der, glaube ich, rein. Dafür habe ich den, glaube ich, extra gebaut. Aber ich habe hier natürlich auch die Hallen gebaut. Genau, wir lassen ihn jedes Mal wieder in so eine Halle fahren. Deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Strecke. Den ICE 1. So. Der wird nirgendwo halten. Der fährt selbst durch Minden durch. So. Mal gucken, welches Tor hier offen ist. Die sind alle offen. Dann nehmen wir. Von hier aus starten wir. Nee, wir machen das anders. Wir starten hier. Dann guckt er nämlich immer noch so ein bisschen raus. Oh, ich trottel. So, von hier starten wir. So, dann düsen wir einmal hier vorbei. Das machen wir erstmal alles aus hier. So, dann fahren wir hier hinten ja lang. Schubbeldi-bubs. Wubbeldi-bu. So, eigentlich könnte ich den jetzt auf die... Ich schicke den über die Hauptfahrstrecke. Ja, im Prinzip kann ich ihn jetzt hier rüber laufen lassen. Machen wir den jetzt in Rot. So. Hier hinten ist alles gut, wo er langfährt. Er kann nur nirgendwo langfahren. Den Bahnhof, den muss ich unbedingt noch upgraden. Das ist die reinste Katastrophe hier, dieser Bahnhof. Jetzt weiß ich immer nicht, wo wir sind. Ich lasse ihn jetzt einfach auf dem Gleis hier langfahren. So. Er wird wahrscheinlich doch in Minden halten. Da für Minden schon fast auch ein wenig zu lang ist. Was ist der ICE1? Hallo? Er muss hier halten. So, in Minden hält auf Gleis 1. So, dann geht es natürlich weiter. Einmal das äußerste Gleis. Ist einmal das Durchfahrtsgleis hier. Genau. Sieht mal ganz gut aus. Dann fährt er hier hin. Jetzt könnte ich nachher ihn einfach hier zurückschicken. Machen wir aber nicht. Der soll über die ganze Anlage fahren. Es wird auch nur ein einziger davon fahren. Frag mich nicht, wieso. Es ist halt so. Der wird dann auch wieder hier halten. Auf Gleis Nummer 2. Oder? Ne, machen wir auf Gleis Nummer 3. War schon okay. Wo will er denn langfahren? Da drehen. Und da zurück. Ha! Ja, nee, ist klar, Murat. Räum weiter. So. Gerade gucken hier. Geht alles in die Richtung. Wo müssen wir hier noch ein Signal haben? Da. Nee, das war das falsche Gleis. So, jetzt. Warum will er denn? Hier will ich doch gar nicht hin. Ich will auf dem Gleis, brauche ich einen Wegpunkt. Aha. Da. Ja, einen Wegpunkt. Den nehmen wir. Warum will er denn da mal wieder zurück? Frieda, was ist los mit dir? Das nächste Problem mit der hier. So, wir wollen aus dem Gleis hier raus. Die hängen nicht immer so. So, wir wollen hier hin. Ja, dann ist der doch richtig. Ach, es reicht auch, wenn ich den hier in Bückeburg setze, wie es aussieht. Ich sehe jetzt einer nicht, warum das dann nicht funktioniert hat. Genau, fahren wir hier vorbei. Hier gehen wir
dass man verschwinden muss. Einfach geradeaus durch. Hier gibt es auch keinen Wegpunkt. Aber den setzen wir uns jetzt einfach mal. Ein Wegpunkt. Wieder doch etwas komplizierter hier diese Route anzulegen. Wenn man es jetzt einfach wieder nicht sieht. Gut, aber er fährt dann einfach stumpf weiter. Nein, da soll er natürlich nicht durchfahren. So, hier durchfahren. So, genau. Hier fährt er ab. Fährt er denn da jetzt lang? Was macht der denn hier für eine Scheiße? Warum fährt er jetzt nicht? Irgendeine Weiche vergessen? Komm. Achso. Okay. Gut. Verständlich. Können wir ändern. So. Ja. Perfekt. Doch. So. So, und hier am Endpunkt bleibt er dann noch ruhig 10 Minuten stehen. So, das ist jetzt unsere IC1-Linie. Damit wir den jetzt auch direkt sehen, kaufen wir ihn mal auf dem Feld hier. So, jetzt haben wir schon wieder 6 Minuten 36 nur damit verbracht, diesen IC1 zu bauen. So, ich habe den einmal hier in der modifizierten Version, dass er auch so ein bisschen im Quark kommt. Ein paar mehr PS bekommen und der bleibt so. Da kommt nicht der Originale rauf. Das ist scheißegal. Bei mir fährt er mit der Variante. So. Ein Rot. Rot IC1 war das. Klingt natürlich wie so ein Raumschiff. Der Schöne. Der Schöne. Gucken wir uns einmal gerade an. Und dann wird das nämlich gleich ein bisschen voller. Weil gleich machen wir jetzt noch die Güterlinie. Jetzt setzen wir noch ein paar Züge rauf. Die wir ja, eben gebaut hatten in der letzten Folge vor einer Woche. So, da hinten in diesem langsamen Hintergrund wird schon ein bisschen voller. Wir sehen langsam so ein bisschen Zugverkehr. Mal, kommt der denn hier auch mal an oder was ist hier los? Bug? Ja, er ist halt auch lang, ne? Fährt ja nur 21 Stundenkilometer. Kann dauern. Ein bisschen schneller laufen lassen. Da kommt er raus. Fährt er auch schneller. Ah, der sieht so schön aus. Der hat so richtig, der Dampf, ne? Also der hat, wie PS hat er jetzt in der Variante? 40.000 PS. Ah! Der geht halt schon gut nach vorne. Aber genau das wollte ich. So, aber da kriege ich jetzt noch einen Fahrzeugersatz. Logischerweise, damit er nicht so ewig aussieht. Irgendwann mal. Jetzt auch den richtigen auswählen. So. Zack. Und ein und auf 75. So. Perfekt. Sieht der nicht schön aus mit dem Bordpistolen? Davon wird halt nur einer auf der Anlage fahren, weil der halt einfach wirklich lang ist und für die meisten Bahnhöfe, selbst für Minden ist er glaube ich zu lang. Minden ist auch nur 320 Meter. Also von daher, gut, aber wir haben ihn jetzt auf der Linie. So, jetzt möchte ich gerne, ich sehe es gerade, ich komme von hier ja gar nicht da drauf, auf meine Gleise. Außer ich fahre von da rein und dann da raus. Das geht. Oder? Es geht. Hier irgendwo so ein Punkt, Bahnhof gesetzt. Ne, habe ich noch nicht. Muss man hier gerade einen Bahnhof setzen. Oh, ist gerade wieder ein Signal entfernt. Egal, Karl. Hier kommt gerade wieder der schöne Steinzug an, den ich mir gegönnt habe und den wir uns gegönnt haben, eine der letzten Folgen. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Tage her. So. Da wieder drauf. Ein Ausfahrtsignal, was wir jetzt aber eigentlich gar nicht brauchen. So, hier kommt natürlich dann auch ein Ausfahrtsignal hin. So.
Dann machen wir jetzt mal eine Linie, die nennen wir einfach Stück gut. So. Stück gut. Zack. So, mit der Stück gut fahren wir von hier in. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben hier nur ein Gleis zur Verfügung, wo halt alles andere auch durchgeht. Schöner wäre, wenn wir hier noch raufkommen würden, ne? Aber da haben wir gar keine Chance, das brauche ich gar nicht versuchen. Okay, wir kommen wir nicht drauf. Eins von den Gleisen hier. Doch. Ohne Witz, da kommen wir drauf. Das ist natürlich große Doppelkreuzungsweiche. Aber hier hinten habe ich auch Punkte gesetzt. Oh, Traum. Das ist jetzt gerade gut. Dann fahren wir da hin. Perfekto. Dann fahren wir hier hin. In Gleis Nummer 4. Richtig. Gleis Nummer 4. So. Ich will doch nur einen Zug fahren. Glaube ich. So, dann fahren wir wieder zurück. Wie macht er das? Schön eingleisig die ganze Strecke. Ja, sieh doch. Schön eingleisig die ganze Strecke. Wir kommen aber darüber. Also das geht schon. Er will's nur nicht. Doch, bis hierhin will er's. Irgendwo. Wo denn jetzt hin? Was? Ja, nee, Alter. Kommt der denn wieder an? Ohne Witz, der kommt von hier ganz hinten. Na, grün einmal, das will ich sehen. Was fährt er denn für eine Strecke? Die ist natürlich nice, ne? Die ist natürlich mega nice. Ah! Das wäre cool. Aber das wollen wir jetzt nicht. Das finde ich gut. Gute Streckenführung. Manchmal heitert einen das Spiel doch ein bisschen. Gute Streckenführung. So. Na bitte hier lang, mein Freund. Wo will er jetzt hin? Auch hier hinten hin. Hier hinten in den Wendel rein. Ja. So. Und von da aus, wenn du dann wieder zurückkommst, mein Freund. Da es ja nur einen gibt. Oh, Alter, was sind das für Lecks? Lässt du dann auch wieder dahin. Genau so soll es sein. So, und dann hältst du bitte einmal in Position 1. Hältst du länger. Das andere ist Position 3. Hältst du länger. Und meinetwegen kannst du auch in Position. Ach, hier komm, wir können es überall länger halten. Hier hältst du länger und hier hältst du länger. Hältst du 5 Minuten. Genau, zack, bumm. Fertig aus die Geschichte. So, damit wir den Zug jetzt aber sehen können. Wir haben 320 Meter, die können wir auch. Ja, das heißt, gut ausnutzen, aber. Können wir schon ein bisschen ausnutzen. Auf jeden Fall lenk dich mal wieder Elektro. Haben wir viel Diesel immer gehabt. Das hatten wir denn noch nicht. Was fehlen uns denn noch so für Loks? Ein bisschen was Älteres vielleicht auch nochmal. Hier so eine 140. Das ist neu. 150. So ein bisschen richtig schwere. Gibt es auch ein bisschen was Leichteres. Ja, und zwar ein Stück gut Zug, aber so lang ist er dann auch nicht. Hier, so was hier. Aber das sind ja auch keine Güterzüge gewesen, ne? Benutzt für Regional Interregio. Die hier ist eine gebaut, erfolgreiche Lokomotive nach der Wiedervereinigung umgesetzt. Die fährt 120, das wird eine Güterzuglok sein. 143, weil hier oben ist ja auch eine 143, ja. Auch eine. So. Zug mal gerade ein bisschen hochziehen, dass wir den sehen. Ein Stück gut haben wir ja. Schöne Mod. Schöne Mod. Da ist er. Hier wieder ein bisschen ran.
Stückgut hier. Da. Da, da. Wollen ein bisschen Plastik drauf machen. Baumaterialien. Maschinen. Hier haben wir nochmal Stückgut. Und Bretter. Baumaterialien. Plastik zweimal. Und noch leeren. Zwei. Und nochmal Stückgut am Ende. So. Der geht dann jetzt auf die Stückgut. S wie Stückgut. Steinbruch, Stückgut. Ach Mist, der hält auch noch recht genau hier. Na gut. Genau, und mit dem fahren wir jetzt hier einfach so ein bisschen immer hin und her der Linie. Das ist schon mal gut. Nächste Linie wird wieder eine Containerlinie. Container. Bad Oeynhausen. So. Genau. Und hier einmal von Gleis. Da kann es auf jeden Fall halten. Gleis 1. Ah, hier haben wir schon blau. Pink. Ja, aber der ist doch gut. Zug gefällt mir wohl. So. Und wir. Was ist mein Wegpunkt, den ich irgendwo hingesetzt habe? Da hinten. Der ist wichtig. So. Oh, da diese Autosaves immer. Und diese Lecks im Moment. Ich glaube, das ist echt schon anspruchsvoll, was sie hier gebaut haben. So, hier fährt ja der eine Zug durch. Wieder machen wir das jetzt so auf, dass wir hier direkt anhalten. Weil hier hält ja nun jetzt schon der eine. Das ist ja schon wieder doof. Das ist schon wieder echt kacke. Der Captrain, der hält nämlich hier an. Das kann ich wohl fährt er nicht nie erkennen. Ach, der hält hier hinten an. Okay. Wir machen das doch nochmal anders. Gleis wird auch noch elektrisch. Seht es nicht so eng, bitte. Das hier, wir sind hier im Jahr 2490. Wir haben hier einen Mechanismus, der dann einfach die Oberleitung wupp, wegklappt oder in den Boden fährt oder weiß der Kuckuck, was ist alles für top. Das ist wirklich hier. Das ist schon top. Das ist wirklich der Technik weit voraus. So. Dann können wir nämlich ihn hier vorbeifahren lassen. Er soll hier nicht anhalten. Er soll hier einfach nur durchdüsen. Dann machen wir das nämlich so, dass wir den Captrain hier auf der 36 einmal stoppen. Unter die 36 setzen wir jetzt einmal die 34 und löschen die 36 raus. Zack. Gibt es keine großen Probleme. Der Captrain hält hier vorne. Alles schnieke. So, dann fahren wir nämlich einfach weiter. Jetzt hier hinten irgendwo rein. Ja, scheißegal, wo wir hier anhalten. Hier irgendwo. Perfekt. Machen wir das mit Warten? Wir machen das mit Warten. Gut. So, fahren dann wieder hier zurück. Haben wir denn jetzt hier noch keine? Da haben wir schon ein paar. Haben wir schon ein paar. Die stehen hier einfach rum. Und dann fahren wir nochmal zu dem hier. Was willst du? Wo ist dein Problem? Was denn jetzt? So, dann fährt er wieder zurück. Aber auf das Gewehr. Was? Spielmensch! Die Zeit ist doch schon wieder rum. Haben wir nicht das geschafft, was wir schaffen wollten? Ach, das ist keine Weiche hier. Dann sind wir auch schon wieder bei den altbekannten Dieselloks, würde ich mal behaupten. So. Spiel. Jetzt muss ich echt noch Wegpunkte setzen. Weil du jetzt außen vorbeifährst. Obwohl doch innen viel besser wäre.
Bleibst du auf dem Hauptgleis, da musst du doch nicht. So, Bad Oeynhausen Weg den. Dann mal dahin. So. So, dann kommen wir wieder zurück. Und halten. Die Frage ist, komme ich da jetzt komplett rüber? Ach, wir probieren es einfach aus. Den letzten nehmen wir nochmal weg. 57 hier, ja. Und dann halten wir hier an. Nein, jetzt habe ich Scheiße gebaut. 58 weg. So, er soll dann in 8. In 58 bitte halten. So. Überall halten. Wir wollen jetzt zwei Züge auf der Linie haben. Dass nachher gut geht, ich weiß es nicht. So, dann fahren wir wieder zurück. Dann müssen wir natürlich jetzt mal den Wegpunkt hier auswählen, dass wir hier geradeaus durchkommen. So. Und schubbeln wir den ganzen Weg wieder zurück. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So dürfen wir uns eigentlich nicht in die Quere kommen. Wir warten überall wieder 5 Minuten. Dürfte eigentlich jetzt nicht das Problem geben. Gut, die Züge bauen wir noch, auch wenn wir jetzt schon drüber sind. Ist egal. Wir haben natürlich mal wieder nur Diesel. Was haben wir denn hier so für Loks? Leider keine rote irgendwie. Hier, es ist eine Cargo, eine rein Cargo. Wird dann eh die gleiche Farbe. Früher oder später. Ja, nehmen wir die. Warte mal, wir haben doch jetzt die Linie gebaut, ne? Na, ist egal. So. Wir können maximal 320 Meter lang werden. Alle. Meter. Ich weiß nicht, ich suche noch die einen Containerwagen, die bei dem anderen Captrain dran sind. Die habe ich nicht wiedergefunden. Ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Hier unten dürften die eigentlich nicht mehr sein. Beziehungsweise hier sind sie aber nicht als Fake-Version. Die hier. Vielleicht ist das irgendwie durch ein Update die Fake-Version wieder rausgekommen. Und er nimmt die jetzt nur, weil ich die schon mal als alten Zug angesehen hatte. Aber dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal hier oben die. Die hier. Aber aufpassen, dass wir halt nur Container erwischen. Den, den, den. Das sind Container. Das sind Container. Das sind Container. Das, das, das. Oh, sind wir 327 Meter. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen blöd. Haben wir 293 Meter. Na gut, dann sind wir halt nur bei 293 Meter. Und dann machen wir das jetzt wieder so. Zug auf die Linie. Das ist dann Container Bad Oeynhausen. Das sieht doch gut aus. Und hier hinten. Zurück. Zurück. Müssen wir gerade gucken, wo geht der auf die Linie? Hier. Hier geht er auf die Linie. Machen wir jetzt das wieder so. Altbekanntes Kampflok drauf. Auf die Container Bad Oeynhausen. Container Bad Oeynhausen auswählen. Pause machen bitte. Und den Zug nochmal zusammenstellen. Jetzt auch eben anders machen können. Wir bleiben aber bei der Lok, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wieder auf alle. Zack, brauchen wir jetzt hier nicht. Dann weg. Dann auch weg. Nochmal hier schnell wieder die Wagen auswählen. Jetzt unten an. Warte mal, wo parkt der überhaupt? Parkt der da, wo auch ein paar. Er parkt eigentlich nur hier. Okay. Eins, zwei. Drei. Nehmen wir mal ein paar hiervon. Ich der 5. 8. Na, jetzt sind wir schon wieder, beim nächsten sind wir schon wieder zu lang. Also bleiben wir hierbei, gehen auf 75 und gehen auf sofort ersetzen. Und jetzt haben wir hier gleich unsere Dampflok.
Zack, und schon haben wir den neuen Zug hier. Das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen, bis der sich jetzt hier umstellt, weil er steht jetzt ein paar Minuten. Aber so bekommen wir jetzt hier langsam immer mehr Züge. So, jetzt haben wir eine extra lange Folge, 25 Minuten. Das ist auch erstmal wieder die letzte Folge von Aufnahmesession. Ich werde jetzt wieder noch ein bisschen Timelapse machen, was ihr da morgen wieder sehen könnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.